Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute zusammen mit Vicky hier wieder und wir haben uns eine kleine Challenge überlegt. Und zwar machen wir die Bring Sally Up Push-Up Challenge. Und weil das Ding schon so ein altes Hündchen ist, peppen wir das Ganze ein bisschen auf. Und zwar haben wir hier so eine App, da gibt es ein Wahrheits- oder Pflichtspiel. Und es gibt verschiedene Kategorien und es gibt Hard, Soft, Extrem und noch so ein paar andere. Wir spielen das Ganze aber direkt auf Extrem. Wenn schon, denn schon. Wenn schon, denn schon. Ich werde gleich die Challenge also machen und Vicky drückt immer die nächste Aufgabe. Ich kann natürlich nur Wahrheit machen und nicht Pflicht, weil ich ja beschäftigt bin. Aber ich muss dann während der Challenge auch noch die Fragen beantworten. Keine Ahnung, ob ich die Challenge überhaupt schaffe, aber wir probieren es einfach mal aus und gucken mal, was dabei rauskommt. Ich versuche, so viele Fragen wie möglich zu schaffen und ja, ich glaube, wir legen einfach direkt los, oder? Ja. Okay. Nur auf warten. Okay, sind wir bereit? Wir sind bereit. Play? Ja. Bin ich schon. Okay, ready? Aha, ja. Daniel, hast du es schon einmal mit Fisting versucht? Nein. Okay, schade. Oh, das Spiel ist zu langsam. Daniel, hast du schon einmal dein eigenes Sperma probiert? Nein. Ach, dann kannst du auch den Geschmack nicht beschreiben. Ja, kann ich leider nicht. Aber Daniel, das ist ein bisschen langweilig irgendwie. Daniel, wenn du nur noch an einem öffentlichen Ort Sex haben dürftest, welche wäre es? Im Fitnessstudio. What else? Daniel, mit welchem Tier könntest du dir vorstellen, Sex zu haben? Scheiße! mit einem Hund. Der arme Hund! Oh mein Gott! Oh. Was hältst du davon, wenn dir jemand beim Sex den Hintern versohlt? Finde ich super. Was? Echt jetzt? Ja. Scheiße, ich lerne diesen Mann ganz anders kennen. Plötzlich. Ich glaube, ich bin unten eigentlich. Ja, natürlich. Ready? Ja. Mit wie vielen verschiedenen Personen hattest du schon Analverkehr? Boah, shit. Ach, keine Ahnung, ich schätze mal so 5 oder so. What the fuck? Ich kann mich nur auf eine Sache konzentrieren. Männer, oder? Männer. Nur mit Männern. Nur in die Kommentare. Daniel, was wäre deine erste Reaktion, wenn deine Freundin dich betrügen würde? Schluss machen. Oh, okay. Eher eine gute Reaktion. Boah, shit. Bisschen noch. Gleich geschafft. Daniel, befriedigst du lieber oder wirst du lieber befriedigt? Ich befriedige lieber. Okay. Okay. Hättest du es gerne, dass man vorne und hinten gleichzeitig, achso, das ist eine Frauenfrage, das geht doch nicht. Aber hättest du es gerne, dass man vorne und hinten gleichzeitig eintritt? Warum nicht? Ich höre die Musik nicht mehr. Ja. Up. Down. Okay. Frage. Hast du dich schon einmal selbst befriedigt, während deine Partnerin neben dir geschlafen hat? Ja. Heimlich? Heimlich. Unfassbar. Ja, wenn die Frau es dann nicht macht am Abend. Oh mein Gott. Schreibt mal in die Kommentare, echt. Da tun sich ja Sachen auf hier. So, was war deine sexuelle Lieblingsstellung mit deiner Ex? Oh. Keine Ahnung. Bisschen noch. Okay, letzte Frage. Unten halten. Was würdest du lieber, ey? Okay, eine Frage geht noch, oder? Ich finde, eine Frage geht noch. Also, kannst du noch kurz unten halten? Ja, kein Problem. Okay, letzte Frage. Was würdest du lieber lecken? Die Achsel oder die Füße von Vicky?
Boah, beides gut, ne? Also kein Problem. Nee, ich glaube, ich würde lieber die Füße nehmen. Okay. Wacke geschlagen. Okay, also ich konnte mich irgendwann nicht mehr so wirklich auf die Fragen konzentrieren, deswegen weiß ich nicht, wie wahrheitsgemäß ich die beantwortet habe. Ich wollte nur irgendwas sagen unbedingt. Also übrigens, ich liebe Hunde, deswegen möchte ich keinen Sex mit Hunden. Ja. Aber vielleicht habe ich als erstes Hund gesagt, weil ich Hunde so liebe. Ich weiß nicht. Wir sagen mal, das war's. Und vergessen das ganz schnell wieder. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Oh, scheiße. Und ich wollte jetzt noch trainieren gehen. Abonniert diesen Kanal. Schaut auch bei Vicky auf Instagram gerne mal vorbei. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.